Die Bibel spricht immer wieder davon, dass der Mensch Buße tun soll. Und ich weiß, dass manche die Augen verdrehen und sagen, ah ja, nun nicht schon wieder. Aber nur anhand der Politik möchte ich mal deutlich machen, wie dieser Geist völlig, völlig aus unserem Land geflohen ist. Er hat ja auch gar keine Möglichkeit, weil die dauerhafte Anbetung des eigenen Ichs total im Vordergrund steht. Man hat den Leuten nicht die ganze Wahrheit gesagt bei Corona. Kritiker, die Wissenschaftler sind und ihre Fragen hatten, wurden aus Ethikräten ausgeschlossen und so weiter. Ja, man hat von Covid-Idioten gesprochen. Man hat gesagt, wer sich nicht impfen lässt, ist eine Gefahr für die Gesellschaft und so weiter. Und was sollte jetzt nach der Schrift passieren, wenn so mit der Lüge gespielt wurde? Man sollte sich doch eigentlich, ob es jetzt der Bundespräsident ist oder andere Politiker, die da mitgemacht haben, vor dem Volk stellen und sagen, wir bitten von ganzem Herzen um Vergebung. Das war ein Politikum und wir haben richtig massiv auch mit der Lüge gespielt. Das sollte doch eigentlich stattfinden, wenn ich jetzt die Bibel richtig verstehe. Ich gehe doch auch zum Herrn Jesus hin, unter das Kreuz und sage, ey, Herr Jesus Christus, du heiliger Sohn Gottes, ich habe total versagt, ich bin schuldig geworden, ich habe dich ins Angesicht gespuckt mit meinen Sünden. Bitte, bitte vergib mir, ich bin auf diese Vergebung angewiesen, wie auf die tägliche Luft zum Atmen. Man kann nur beten, dass die Politiker wirklich zur Erkenntnis ihrer selbst kommen. Man hat Kinder aus den Kindergärten heraus und aus den Schulen, die darauf einen psychischen Schaden bekommen haben. Alleinerziehende mussten wirklich viel für Tränen weinen und mit Tränen bezahlen für eine Politik der Verlogenheit. Und deshalb, liebe Politiker, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine Buße, die wirklich tief geht, wo Sie zur Erkenntnis kommen, das ist nicht einfach so ein bisschen verzeihen. Hier heißt es, mal eigentlich deutlich zu machen, sich zu beugen, sich vor Gott zu beugen, vor den Bürgern, vor der Bevölkerung zu beugen und sich von Gott zerschlagen zu lassen. Ja, denn eine gute Politik ist nach meines Erachtens möglich, wenn man sich wieder vor den allmächtigen Gott, so wie die Bibel ihn beschreibt, wieder beugt und dementsprechend es lernt, schwach zu sein. Denn nur in den Schwachen ist Gott mächtig. Und was heißt das? Dr. Martin Luther, der Reformator, hat einmal gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Das heißt es. Fangen Sie wieder an, Herr Söder, Frau Roth, Herr Merz, wie Sie alle heißen. Fangen Sie an, die Buße zu suchen, der Herr wird Ihnen die schenken. Wer zu mir kommt, den will ich nicht den werde ich nicht abweisen, sagt der Jesus. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, wer mich sucht, der wird mich finden. Das wünsche ich Ihnen zum Jahr 2023, da wo es nötig ist, von ganzem Herzen. Amen.